Familie Krubach will in den Ferienurlaub fahren. Halt! Die Teekanne fehlt noch. Nach einer Landdiskussion haben sie sich für die Alpen entschieden. Ein Zimmer mit Aussicht auf den Mont Blanc. Sie sind im Hotel angekommen und checken ein. Willi, gib mir meine Puppi wieder. Nee. Lisa entdeckt eine Broschüre und sagt, Mama, Mama, ich möchte den Mont Blanc besteigen. Lisa, wir können den Berg nicht besteigen. Das ist zu gefährlich. Aber warte mal. Da steht noch was. Der Mont Blanc heißt auf Deutsch Weißer Berg. Ach, weil er völlig vergletschert ist? Genau, er ist 4810 Meter hoch, damit der höchste Berggipfel Europas. Aus Granitgestein bestehen die fast senkrechten Grade und steilen Wände. Deshalb können wir da nicht hochwandern? Dafür braucht man Spezialausrüstung. Entstanden sind die Alpen und damit auch der Mont Blanc durch einen mehrstufigen Prozess, der vor 135 Millionen Jahren begann. Die ersten Personen, die 1786 den Mont Blanc bestiegen, sind Jacques Balmont und Michel Gabriel Paccard.